Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Ja, heute widmen wir uns dem vierten und letzten Teil unseres Nachbaus des Kölner Doms, im Spiel genannt dem Mitra-Dom. Das Hauptgebäude wurde in den ersten drei Teilen ja bereits fertiggestellt, mehr oder weniger. Und jetzt im vierten Teil widmen wir uns dem Domplatz, der rings um das Gebäude bestehen soll. Aber bevor wir das tun, werden wir die Fassade des Doms noch ein wenig verzieren müssen. Denn wer den Dom schon mal gesehen hat, weiß, dass dieser gotische barocke Bau an der Außenfassade verschiedene, ja, ich weiß nicht, wie man sie nennt, ich bin kein Architekt, ich nenne sie jetzt einfach mal Pfeiler, dicke Pfeiler hat, die nach oben gehen und das Dach abdecken. Allerdings gehen diese Pfeiler zwar nach oben und decken das Dach ab, beziehungsweise runden das Dach ab, allerdings haben sie auch sogenannte gotische Bogen. Wir haben hier im Spiel natürlich nicht die Möglichkeit, gotische Bogen oder irgendwelche Bögen generell zu generieren, da wir ja komplett ohne Mods spielen. Ich weiß, dass es Bögen und anderen Zierat als Mods gibt, allerdings habe ich mir diese Mod nicht runtergeladen. Warum auch? Ich möchte euch das ja so präsentieren mit dem, was tatsächlich im Game möglich ist und was ihr jederzeit ohne Probleme nur mit den benötigten Materialien nachbauen könnt. Und so habe ich mich entschlossen, die Stützen oder diese Pfeiler, wenn man sie denn nennen möchte, an der Außenfassade durch Fundamente hochzuziehen, die mit einem entsprechenden Dach zu versehen, die entsprechenden Seitenwinkel einzusetzen, damit alles einen ordentlichen Abschluss hat. Und nachdem das gegessen ist, werden wir uns dann in Ruhe dem nächsten Teil zuwenden. Allerdings, wie ihr seht, war ich bei der Konstruktion der Stützen bzw. der Erweiterungen auch ein wenig, ja, wie soll man sagen, unsicher zum Teil, welche Dachbauten man zum Teil verwenden sollte. Manche haben ein bisschen besser gepasst, manche haben dafür überhaupt nicht gepasst und andere haben ja wie Arsch auf Auge gepasst, ohne dass man da großartig was machen musste. Natürlich waren das wie üblich die üblichen Dachkonstruktionen, die direkt wie die Faust aufs Auge gepasst haben, nämlich hundertprozentig. Die Winkligen da hingegen, ja, die sahen, wenn man den normalen Spitzwinkel verwendete, doch ein wenig arg gewöhnungsbedürftig aus, weswegen ich mich dazu entschloss, die Spitzwinkel irgendwann abzureißen und die invertierten Spitzwinkel zu benutzen. So musste ich natürlich auch ein paar wieder rückgängig machen von denen, die bereits gebaut waren. Aber das ist auch kein Problem. Ja, wenn man die Sachen rancheaten kann, ist man schnell dabei, alles wieder abzureißen, was man vorher mühselig hochgezogen hat und es einfach neu zu sehen. Auch in Folge 4 werden wir häufiger was abreißen müssen, da ich ja ein Mensch bin, der sehr spontan baut, um es mal so zu sagen. Das soll heißen, mir kommen Ideen für den Bau, während ich spiele, beziehungsweise während ich baue. Das wird man später noch sehen, wenn wir die Fundamente setzen für den Platz. Da wird es einmal sehr gut zur Geltung kommen, wenn ich ein gewisses Areal, wo die Priesterunterkünfte später entstehen sollen, den Boden nach und nach wieder einreiße, sogar Teile des Doms bzw. der Domwand wieder einreiße, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Aber im Endeffekt hat es sich dann gelohnt. Nun, was sagt man über den Domplatz, die Domplatte im Kölschen? Ja, es ist ein großer Platz, auf dem sich natürlich sehr viele Menschen bewegen können und er muss natürlich
edel aussehen. Er muss natürlich irgendwie sich von der Kathedrale, also dem Dom, abheben. Aber er muss auch dazu passen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den Kathedralenplatz mit schwarzen Fundamenten auszulegen. Also sprich mit schwarzem Eis verkleidete Holzfundamente zu benutzen, da diese ja doch eigentlich am stylischsten für dieses Projekt aussehen. Ebenso habe ich mich dazu entschlossen, dass wir im Bereich des Hauptportus, also des normalen Eingangs, des Eingangsportals, die Ebene an die Treppe anpassen und dort nicht noch höher gehen. Die erste Überlegung war gewesen, dass ich die Treppen komplett wegmache und die Fundamente genauso hoch anlege wie das Origin wie, 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 den, wie der Dom. Allerdings muss man dazu sagen, möchte ich, dass der Dom ein wenig erhöht bleibt. Weswegen ich mich dazu entschlossen habe, die Fundamente nur auf der ersten Etage, wenn man so möchte, hochzubringen. Aber auch selbst das war jede Menge Arbeit. Wir haben jede Menge Fundamente benötigt und ja, sehr, sehr viel Zeit ist dabei aufgekommen. Ich hatte ursprünglich, als ich diese Folge hier aufgenommen gehabt habe, ungefähr eine Stunde, 60 Minuten eingeplant. Tatsächlich wurden es fast 2,5 Stunden. Das hat mich ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe die Zeit selber so gar nicht wahrgenommen, als ich die Fundamente eins nach dem anderen gebaut habe. Dazu muss man sagen, es gab auch im Spiel ab und zu Hänger, die das Bauen doch ein wenig mühselig haben werden lassen. Nämlich als die Fundamente sich geweigert haben, sie wirklich mit jedem Klick direkt zu positionieren. Okay, sie haben sich nicht geweigert. Nur man kennt es ja, man hat seine Fundamente. Klickt, klack, 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 klack. Und sie sitzen so, wie man sie haben möchte. Nämlich glatt ausgerichtet. Bei den eckigen Fundamenten ist es ja egal, die braucht man ja nicht drehen. So, hier war es aber so gewesen bei mir jetzt, wahrscheinlich aufgrund der Größe des Bauareals, das wir mittlerweile haben. Ich habe ein Fundament geklickt, musste innerlich bis 10 zählen, also 10 Sekunden warten und dann konnte ich erst das nächste Fundament setzen. Das fällt jetzt hier natürlich in dem Speedbuild nicht so massiv aus, da dieser Speedbuild ja um wie viel Prozent, lassen wir mich mal überlegen, ja um 300% fast natürlich beschleunigt wurde. Also sprich, ihr seht es nicht, wenn ich dann da warten muss, um den nächsten Block setzen zu können. Allerdings, wenn man später dann die Blöcke in die Höhe setzt, beziehungsweise die Stufen anpasst, wird man diesen Effekt schon sehen. Denn da ist er mehr als nervtötend. Und es geht wirklich nur bim, Fundament gesetzt, warten, bim, Fundament gesetzt, wieder warten. Und irgendwann denkt man sich dann, kann es nicht mal endlich fertig sein? Bitte. So, und dann ist es tatsächlich fertig und dann denkt man, was, das war's schon? Nee, also ganz ohne Kaffee und was weiß ich nicht. Also als die Fundamente lagen, war ich wirklich nur noch am Überlegen, wie kannst du das jetzt wirklich so ausbauen, dass es auch einigermaßen gut aus. Was dazu führte, dass ich ja die Dreiecksfundamente später neu gesetzt habe. Hier lege ich gerade die erste Grundordnung rein, versuche das Muster für zwei Kreise ordentlich zu legen. Ihr seht es hier schon, auch da gibt es leichte Probleme mit dem Setzen der Fundamente, aber das ist alles eine Geduldsfrage. Und zum Schluss hat es sich ja dann auch gelohnt, indem man diesen wunderschönen Kreiseffekt, beziehungsweise hier dieses Achteck, dieses achteckige Effekt hatte. Was mich wiederum später dann auf die Idee gebracht hat, dort einfach eine große Treppe zu kreieren, die von zwei Wachtürmen bzw. von zwei Leuchttürmen, ich habe sie dann hinterher mit Fackeln besetzt, einfach ausgekleidet ist. So ist der Dom von zwei Seiten aus prima erreichbar. Einmal unten vom Rhein in Spee, der kleine Bachlauf.
Wir sagen einfach mal, in 10.000 Jahren ist das da rein. So, und auf der anderen Seite kommend vom Gebirge bzw. vom Wüstenplateau, wo auch verschiedene Dafari-Kannibalenstämme sind. Das werden dann später die Bereiche sein, wo der Heumarkt und was weiß ich nicht alles ist. Ihr seht, es ist natürlich jede Menge Fantasie, sich das so vorzustellen. Mal ganz davon abgesehen, dass Köln ja definitiv nicht in einer Wüstengegend liegt, auch wenn es da einem manchmal vorkommt wie in einer Wüste, und zwar in einer Emotionswüste, es sei denn, es ist Karneval. Aber ansonsten, tja, muss man sich viel Fantasie bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, einfach reindenken. Ja. Übrigens, falls ihr es vielleicht noch nicht wisst, Robert E. Howard, der Schöpfer von Conan und Kull und ja, sehr vielen Dingen, die wir heutzutage so gerne in unseren Spielen sehen, hat ja Hyboria kreiert als Universum für Kull und Conan. So, manche von euch wissen allerdings auch, dass Hyboria gar keine Fiktion ist, denn Hyboria hat tatsächlich mal existiert. Allerdings hat sich der Autor Howard dort natürlich die ein oder andere künstlerische Freiheit rausgenommen, denn so wurde aus dem ehemaligen Superkontinent Pangea etwas ganz anderes. Nämlich er vermischte es mit einer alten griechischen Legende von Hyperborea. Kennt ihr es? Hyperborea? Kommt einem schon irgendwie bekannt vor. Vor allem da die Welt, in der wir uns bewegen, ja, Hyboria heißt. Oder im Deutschen Hyborien. Die meisten sagen trotzdem Hyboria. Nun, Hyboria ist wie der ehemalige Superkontinent Gondwana, den, ja, der die gesamten Kontinente, die wir heutzutage kennen und ja, mögen, in einem zusammengefasst mit Bergen, Tälern, Flüssen, Seen, alles in einem. Es gab nur ein gewaltiges Meer, das Urmeer, aus dem das Leben stammt. Und es war der Kontinent, auf dem sich das Leben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt. Und vor Jahrhunderttausenden dann, oder besser gesagt vor Jahrmillionen, dann auseinanderzudriften begann. Nun, irgendwann teilte sich Gondwana, Pangea und wurde zu Gondwana. So, und Gondwana ist nicht irgendein Staat in Afrika, nein, es ist der zweite Superkontinent, wenn man so möchte, aus Laurasien, die nördliche Hälfte, und Gondwana in der südlichen Hälfte. Auch diese teilten sich wiederum und wurden zu den heute bekannten Kontinenten mit ihrer, ja, Struktur, so wie wir sie kennen. Setzt man die Kontinente heutzutage auf einer Karte zusammen, kommt man relativ gut auf den ehemaligen Superkontinent zurück. Natürlich mit den ein oder anderen Bruchecken, die durch das Auseinanderdriften der Kontinentalplatten im Laufe der Jahrtausende bzw. Jahrmillionen entstanden ist. So viel zum Geografischen in Conan. Allerdings hat Howard das natürlich nicht so extrem beschrieben. Was soll man dazu sagen? Nun, Hyboria ist, wenn man es so sieht, eine fantasievolle Darstellung Eurasiens, also Europas und Asiens und Afrika. Es würde also quasi sehr gut zu Gondwana passen. Er ist allerdings dabei nicht eins zu eins von geologischen Fakten ausgegangen, sondern hat seiner Fantasie, ja, wie jeder Künstler halt, freien Lauf gelassen. Allerdings auf der Idee basierend, dass die heutigen und die damaligen Meere und die Flüssen nicht hundertprozentig übereinander passen müssen. Das heißt, wenn wir heutzutage den Rhein sehen,
können wir in dem Spiel eventuell auch den Rhein sehen, allerdings nur halt als Rinnsal. Mal so ein kleines Bach, ein kleiner Bach, wenn man so möchte. Noch kein großer Bachlauf vorhanden. Oder der Nil, ja, der Fluss der Flüsse. Ja, genau das Gleiche könnte es auch so sein. Ebenso gab er verschiedenen, ja, Staaten, die er schuf. Ja, Namen, die auf die heutigen Staaten der Welt basieren. Zum Beispiel existiert in Hyboria ein Bereich, der nennt sich Afghulistan. Afghulistan hört sich fast genauso an wie Afghanistan. Und ja, es ist tatsächlich angelehnt an Afghanistan. Oder ein besseres Beispiel, wenn ihr es nicht so mit Afghanistan habt, Frankreich. Auch Frankreich ist in Hyboria vertreten. Genauso auch Deutschland. Oder Sumerien. Naja, Sumerien kennen wir ja alle durch Conan, aber davon später mehr. Frankreich ist zum Beispiel Aquilonien. Wissen die wenigsten. Aquilonien im Conan-Spiel ist basierend auf Frankreich und Italien. Es hat etwas von einer Romanisierung, wenn man es so möchte, also einem besetzten Gallien. Ohne Zaubertrank und ohne die besiegten Gallier ist es Julius schließlich doch noch gelungen, ganz Gallien unter seine Herrschaft zu bringen und hat Aquilonien gegründet. Nur halt 10.000 vor Christus. Wenn man es mal so sieht, ist die Welt Hyboria ja dahingehend wiederum ja, praktisch identisch mit unserer Welt, was Historie und Abenteuer betrifft. Und natürlich auch in Legenden, muss man dazu sagen. In Hyborien finden wir Piraten, die ja, die wiederum den romantisch verklärten Piraten entsprechen, wie wir sie aus den typischen Mantel- und Degenfilmen des 16. und 17. Jahrhunderts kennen. Ja, erinnert euch nur hier an die Black Hand Piraten in der schwarzen Galeone oder im Dschungel, im östlichen Teil von im Dschungel, dass die nicht noch aus Arr sagen und einen Papagei auf ihrer Schulter haben, ist auch schon anderes. Alles. Na, genauso auch hier kommen Indianer drin vor. Nur, dass die Indianer hier nicht Indianer heißen, sondern Pikten. Ja? Es kommen Ritter drin vor, es kommen Orientgeschichten drin vor, es kommen viktorianische Bereiche drin vor. Ihr seht, alles ist in Hyboria wunderbar zu einer Sache vermengt. Übrigens, Conan. Conan ist ein gälischer Name. Und das sagt uns auch, wo Cimmerien liegt. Nämlich Cimmeria, also der Heimatverbund bzw. der Heimatstaat von Conan dem Barbar, ist nichts anderes wie das heutige Schottland. Ja, Conan der Barbar ist Schotte. Und dass er kniestig ist, sieht man ja schon daran, dass er meistens nur in einem Lendenschurz durch die Gegend läuft. Er ist einfach zu geizig, sich eine ordentliche Rüstung zu kaufen. Es sei denn, er kriegt sie in Aquilonien als König gestellt. So könnte man es natürlich sagen. Ja? So, Conan ist ein gälischer Männername, der in England, Irland und in Schottland weit verbreitet ist. Es gab auch Herrscher in der Vergangenheit, die tatsächlich Conan hießen. Nämlich Conan der Erste von der Bretagne, war der Herzog von der Bretagne und René. Conan der Zweite, der Kleine, war auch ein Herzog der Bretagne. Conan der Dritte, genannt der Dicke, war ebenfalls ein Herzog der Bretagne. Und Conan der Vierte, ja, der hatte keinen Beinamen gehabt, er war einfach nur Herzog der Bretagne gewesen. Ebenso gibt es auch Heilige mit dem Namen Conan. Conan von Assessor, Conan von Ballinamore und Sankt Conan, Bischof von Mann. Tatsächlich von Mann. Ja, dann gibt es noch einen Conan, Bischof von Sudan und so weiter und so weiter. Und Conan ist natürlich auch ein Familien- und Vorname. Ist klar, den Vornamen hatten wir ja schon. So, und da hat Robert E. Howard den Namen Conan her.
Mit anderen Worten, er ist ein Engländer. Man könnte also sagen, ein Schotte. Es passt alles wunderbar, wenn man es mal genau so sieht. Und das alles verpackt vom realen Leben, der düsteren Vergangenheit, in der Robert E. Howard selber ja gelebt hat. Wir erinnern uns, er war künstlerisch aktiv in den 1920er und 1930er Jahren, zur gleichen Zeit, wo Tolkien gerade seinen Herr der Ringe geschrieben hat, wo H.P. Lovecraft unzählige an Horrorgeschichten geschrieben hat, ja, und wo ein kleiner Amerikaner mit Twilby auf dem Kopf ein wunderbares Universum entdeckt hat, beziehungsweise beschrieben hat und es aus der wirklichen Welt ablehnte. Mit Stämmen, mit Kulturen, mit Magie und allem drum und dran. Ja, und das ist die Welt von Conan dem Barbaren, in der wir uns so wohlfühlen. Egal, ob es in The Age of Conan ist, wo wir große Teile Hyborias erforschen können, ja sogar bis nach Kitan kommen durch den DLC, oder ob wir im Land der Verbannten um unser Überleben kämpfen, was südlich vom heutigen Ägypten angelegt ist. Ja, und das ist alles dazu zu sagen. Hättet ihr es gewusst? Es ist schon interessant, wenn man dem mal komplett auf die Spur kommt. Das ist übrigens nicht nur eine Fantasie eines, ja, recht unbekannten deutschen Let's Players. Es ist tatsächlich so. Und Robert E. Howard hat das auch ja gegenüber der Presse mehrfach bestätigt. So hat er zum Beispiel Cimmeria wie folgt beschrieben: Der Ozean fließt um einen Berg im Westen von Cimmeria, in der Höhe der nördlichen See. Diese Berge wurden die Inseln England, Schottland und Irland. Und somit ist es tatsächlich bewiesen, dass ja, Howard seine Idee komplett auf einer ja bereits existierenden Welt aufgebaut hat. Gar nicht mal so dumm, wie ich finde. Einfach etwas nehmen, was schon existiert, das in die neolithische Steinzeit zurückzusetzen, sich zusammenzudenken, okay, wie hat die Welt damals möglicherweise ausgesehen, kurz nachdem Atlantis untergegangen ist? Ja, auch Atlantis ist ein wichtiger Teil in diesem hyborianischen Zeitalter. Wir haben es ja auch in den Let's Plays öfters gehört, beziehungsweise als ich die Loresteine vorgelesen habe, da ist explizit von der großen Katastrophe häufiger die Rede, der Untergang von Atlantis, beziehungsweise auch der Untergang von Lemuria. Auch Lemuria ist eine Insel, ähnlich wie die Insel Mu oder wie die Insel Atlantis, die im Ozean versunken sein soll. Ihr seht also, es gibt drei Legenden von untergegangenen Zivilisationen beziehungsweise Inselvölkern. Gar nicht mal schlecht. Allerdings gibt es auch Überlebende von diesen lemurianischen Inseln. Man kennt sie heutzutage als Lemuria-Affen. Das sind kleine, putzige Tierchen mit einem langen Schwanz, den sie hauptsächlich zum Klettern und zum Jonglieren benötigen. Man könnte also sagen, wenn auf Lemuria tatsächlich mal Menschen gelebt haben, haben sie sich zu diesem kleinen possierlichen Tierchen zurückentwickelt. Kleiner Spaß am Rande. Ja, und so hat er auch die Cimmerer an sich beschrieben. Die Cimmerer als Rasse sind groß und stark, mit dunklem Haar und blauen oder grauen Augen. Wenn man sich einen Schotte ansieht, so einen richtigen Urschotten, möchte ich jetzt mal sagen, dann wird man da einen fast 1,90 Meter, 2 Meter Hünen vor sich stehen haben. Wenn er einigermaßen fit ist und trainiert ist, ist es ein Muskelberg. Ja, und somit passt es schon. Man hat also quasi die Schotten
zurückgesetzt zu sogenannten Proto-Gaelic oder Proto-Celtic, also einen Vorläufer des Kelten bzw. des gälischen Menschen gesetzt. Ja, so, und zudem hat er sie wieder in das typische Jäger-Sammler-Beuteschema reingesetzt, dass die Menschen halt vor 12.000 Jahren, nämlich 10.000 vor Christus, in der Zeit spielt Conan der Barbar, angesiedelt hat. Und Kull spielt noch eine ganze Zeit vorne weg. Auf diese Ideen muss man erstmal kommen. Ich meine, ich bin ja selbst künstlerisch aktiv hier als freiberuflicher Grafiker. So, aber da muss man erstmal drauf kommen. So etwas zu entwerfen und das dann mit Leben zu füllen, beziehungsweise nicht nur bei dem zu bleiben, was man tatsächlich kennt, sondern es auch noch auszubauen. Diese Kontinente. Warum trägt Conan die ganze Zeit immer einen Pantherschurz? Also in einen Lendenschurz. In den Comics ist es ein Pantherfell-Lendenschurz. Jeder weiß, der schon mal in Schottland gewesen ist, dass es da Panther höchstens in Zoos gibt, wenn überhaupt. Ja, Panther sind Tiere, die im Orient vorkommen, hauptsächlich in Afrika oder in Indien und was weiß ich nicht. Ja, so, das ist einfach faszinierend, finde ich. Also man merkt es natürlich, dass das jetzt für mich ein bisschen, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also ich bin enthusiastisch, so etwas zu lernen, um es mal so zu sagen. Es interessiert mich einfach und das dann immer zu sehen, ist schon recht interessant. Aber genug von unserer Schwärmerei für Robert E. Howard und seiner Schöpfung. Ich meine, wir fühlen uns ja fast alle in dem Spiel mehr oder minder wohl. Der ein oder andere ist vielleicht noch ein bisschen unentschieden, ob er sich das Spiel wirklich kaufen soll oder ob er noch auf einen späteren Zeitpunkt warten soll. Also ich kann nur sagen, Leute, kauft euch das Spiel. Es macht megamäßig Spaß. Wenn ihr es schon habt, wunderbar. Viel Spaß in der Welt von Conan Exiles. Aber zurück zum Bau. Wie ihr seht, haben wir die Fundamente größtenteils abgeschlossen. Wir haben das Priestergebäude angefangen und wir haben uns aus dem Keller einen Fluchttunnel kreiert. Diesen Fluchttunnel, da kam mir die Idee, als ich die Fundamente gelegt habe und ich den Bereich aussparen wollte, wo später die Priestergebäude reinkommen sollen. Und da dachte ich mir, na, früher war es ja so gewesen, da hatten die Kirchen ja alle einen Safe Room, wenn man so möchte, oder einen Geheimgang, der in einen Geheimraum geführt hat. Und so dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Die Fundamente lagen ja eh wesentlich höher. Da konnte man auch lockerlässig unter dem Hauptgebäude einen geheimen Raum und noch einen geheimen Extraraum anlegen. So, und das habe ich ja auch gemacht. Wer einmal in Köln gewesen ist und den Kölner Dom besichtigt hat, der weiß, dass der Kölner Dom, ich habe es ja bereits in dem ersten Part auch erwähnt, auf alten römischen Ruinen steht. Diese alten römischen Ruinen sind zum Teil sogar zu besuchen. Man kann sie bestaunen. Ja, sie sind nämlich unter dem Dom ausgehoben worden. Okay, man sieht sie natürlich nur durch eine Glasscheibe von oben nach unten, aber man kann da auf Originalbauten aus der Jahrtausendwende um Christi Geburt sehen. So, und das hat mich dazu animiert, hier bei unserem Mitradom das ebenfalls zu machen. Deswegen habe ich den Boden in diesem Geheimraum nur mit ganz wenigen Sandsteinfundamenten ausgelegt und habe sie teilweise komplett sogar weggelassen. Ja, also da fragt man sich auch, ja, warum hat er denn da jetzt keine Treppe gesetzt? Warum ist denn das jetzt so holprig? Wird er da noch eine Treppe setzen? Nein, da werde ich keine Treppe setzen. Das ist genau so, wie man sich so einen typischen Geheimgang vorstellt. Grob
unbehauen zum großen Teil, ja, und ein wenig mühselig. Hauptsache, man konnte einigermaßen schnell fliehen und hat den Verteidigern ja Rätsel durch das eigene Verschwinden aufgesetzt. Ursprünglich hatte ich geplant gehabt, dass ich noch Schilder an die Wand anbringe, wo dann drauf steht Geheimgang oder Secret Passage. Aber habe ich mir dann hinterher gedacht, nö, warum eigentlich? Es macht auch Spaß, da, wenn die Leute das einfach so sehen und ich es erkläre, während ich es baue. Ja, dann einfach nur noch eine normale Decke drauf und schon konnte das Priestergebäude hochgezogen werden. Das sollte natürlich nicht so hoch sein wie der Dom, sondern es sollte nur ungefähr die Hälfte so hoch sein, vielleicht noch ein bisschen niedriger. Und so habe ich mich lediglich für zwei Blöcke in der Höhe entschieden, was vollkommen ausreicht. Dafür haben wir das Dach weggelassen. Ich war erst am Überlegen gewesen, ein typisches Spitzdach reinzusetzen, allerdings nicht mit Schieferplatten, so wie ich sie gerne verwende und so wie sie auch beim Dom verwendet wurden, sondern mit Stroh. Aber dann dachte ich mir, nee. Weil erstens der Aufgang zu dem geheimen Keller ist durch eine verschlossene Türe versperrt. Ich meine, wenn der Kardinal oder der Bischof gerade von seiner Geliebten fliehen musste, dann ist er garantiert nicht über den Domplatz geschritten und hat gesagt, hey, ich habe jetzt gerade die und die, ha, geile Braut. Nein, er ist dann über einen Fluchttunnel entwichen, um wieder in seine klerikalen Bereiche zurückzukommen, ohne aufzufallen. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, dieser Bereich muss definitiv auch verschlossen sein. Deswegen habe ich da eine Türe angelegt. Und um diese Türe noch ein bisschen zu tarnen, habe ich sie mit einer weiteren Türe verschlossen und habe in diesem Raum, ja, Werkstätten aufgebaut. Ja, so fällt es keinem auf, dass dort eine verschlossene Tür ist. Jeder denkt sich, okay, das ist der Vorratskeller oder der Vorratsraum. Feierabend. So, dann daneben habe ich einfach die, ja, das Wohnzimmer, den Ruheort, wenn man so möchte, eingerichtet und da oben drauf dann eine schöne Dachterrasse, wo dann die Bediensteten oder beziehungsweise die Priester ja, sitzen können, in Ruhe ihren Flatulenzen nachgehen können, also mit anderen Worten schön die Sitzpolster vollfurzen können und über Gott und die Welt diskutieren oder disputieren können, so wie man das ja damals nannte, disputieren. So, und dafür habe ich dann in dem Fluchttunnel einfach Vorräte angesetzt, flankiert durch Fässer und Kisten und was weiß ich nicht alles. Habe das notdürftigst mit Fackeln ausgelegt. Es muss ja auch schön schaurig wirken, wenn es denn dann dunkel wird. Und hier ist es natürlich, umso enger der Durchgang ist und umso länger der Durchgang ist, umso schön schauriger wird es, wenn man die Fackeln in einer ausreichenden Distanz zueinander positioniert. So, und dann habe ich noch einen zweiten geheimen Raum kreiert gehabt. Ihr habt es ja gesehen gehabt, von dem man aus von dem ersten auch reinkommen kann. Und warum habe ich den? Ganz einfach. Wo Licht ist auch Schatten. So, das ist ein Raum, wo man in Kriegszeiten unterkommen könnte, denn es gibt nicht nur Fässer und Kisten, es gibt auch Lagerstätten, wo man sich hinlegen kann. Allerdings mit einem dunklen Geheimnis, denn dort ist ein Altar, beziehungsweise wird ein Altar stehen, auf dem Menschenopfer stattfinden werden. Ihr habt es richtig gehört. In einem Mithra-Tempel Menschenopfer. Das ist so hundertprozentig widersprüchlich, wie es nur widersprüchlich sein kann. Denn ihr wisst ja aus meinem Guide über Mithra, Mithra ist ein gütiger Gott, der die Seelen, ja, retten will. Allerdings gibt es auch in der Mithra-Priesterschaft schwarze Schafe. Und für die ist dieser dunkle Ort wie geschaffen, denn dort können sie in Ruhe ihren dunklen Gelüsten nachgehen und niemand, auch wirklich niemand, hört die Opfer schreien. Ja, das war jetzt gekünstelt, aber egal.
So, liebe Freunde, und das war es auch schon gewesen. Der Kölner Dom bzw. der Mitra Dom ist fertig. Wir haben alles gebaut, wir haben auch ein paar Dekorationen hingestellt, so dass es nach einem freundlichen, lebenswerten Ort aussieht mit einem kleinen Geheimnis. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Damit unterstützt ihr mich natürlich. Ebenso Likes und Kommentare sind jederzeit herzlich willkommen. Sagt mir eure Meinung, denn nur davon lebt der Kanal. Empfehlt mich euren Freunden, eurer Familie, jedem, der gerne Spiele spielt, aber aus Zeitgründen oder warum auch immer nicht dazu kommt. Oder sich einfach über ein Spiel kundig machen möchte. Und jetzt bleibt mir nur zu wünschen, haltet die Ohren steif, macht es gut. Tschüssi!